Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Letztens war ich ja auf der Retro-Saar und natürlich habe ich da auch ein bisschen was gekauft und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es heute ein paar Pickups von der 8. Retro-Saar. Los geht's direkt nach dem Intro. Jo, Pickups zur 8. Retro-Saar. Wenn ihr das Video zur Börse selbst noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch gerne nochmal hier oben in der Ecke. Und ja, ansonsten kommen wir jetzt hier mal zu den Pickups. Ich habe ja eine Runde unten oder eine große Runde auf dem Verkaufsbereich, im Verkaufsbereich gedreht. Ist natürlich immer so, an so einer Börse oder gerade an dieser Saarbörse gibt es so viel zu sehen, dass ich ja da den Fokus eigentlich eher auf das Erlebnis lege und weniger auf den Flohmarktcharakter, den so eine Börse natürlich per se immer hat. Deswegen ja, kaufe ich meistens auf den Börsen nicht so viel, nicht weil ich nichts finde, sondern weil ich ja so viel unterwegs bin, auch in den anderen Bereichen, in der Spielecke, bei den Entwicklern, oben, wo dann eben die ganzen Sonderausstellungen sind und so weiter, ja, dass ich einfach gar nicht groß dazu komme und ja, ich den Tag eben auf andere Art und Weise immer so ein bisschen erleben möchte, gerade bei der Saarbörse. Bei anderen Börsen ist das anders, wo eben ja nicht so viel Rahmenprogramm geboten wird. Da geht man dann eben hin, um eben die Verkaufsstände wirklich en Detail zu durchstöbern. Machen natürlich auch einige hier an dieser Retro-Saar, aber für mich ist das eher so dieser Event-Charakter und die Börse selbst, der Flohmarkt, der Verkauf, der ist eher so Beiwerk, aber trotzdem möchte ich da natürlich nie mit leeren Händen weggehen, denn es gibt immer die ein oder andere Kuriosität und auch hier habe ich jetzt diesmal was gefunden. Starten möchte ich mit einem Videopackspiel und zwar ist das die Nummer 1, die nennt sich Race, da sind noch zwei andere Spiele drauf, das ist ja so ein Rennspiel von oben zum einen, dann ist es so ein Rundkurs, wo man den ganzen Kurs sieht und dann noch so ein Wortratespiel. Das Ganze habe ich eigentlich schon hier in meiner Videopack-Sammlung, aber ihr seht, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Die hatten auch an dem Stand wirklich beide Spiele liegen, beide für 8 Euro ausgezeichnet. Und ja, jetzt fragt ihr euch, habe ich das wegen der Cover-Variante mitgenommen? Nicht nur, denn ihr seht es hier oben, da steht Videopack Plus. Ich hatte das auch schon mal erklärt. Videopack, das sind die Spiele für das Philips G7000. Und irgendwann hat Philips dann kurz vor Ende der Konsole eigentlich ein Philips G7400 rausgebracht. Und das ist dann quasi sowas wie in der heutigen Zeit eine Pro-Variante von der PlayStation oder von der Xbox. Es ist dann eben die Series X, die ein bisschen stärker ist und die S ist nicht ganz so stark. Ja, so ist es eben auch hier bei dem Philips Videopack bzw. bei der G7000 und der abgegradeten, stärkeren Version der 7400. Und der Unterschied ist dann eben, man sieht es auch hier hinten drauf, es ist, die meisten Spiele sind auf beiden Konsolen spielbar, aber auf der 7400 hat man dann eben hier auf der Seite, auf dieser Seite seht ihr es, ja, sind die Grafiken verbessert. Bei manchen Spielen gibt es mehr Hintergrundgrafiken, bei welchen wie hier ist wirklich die ganze Grafik aufgebohrt. Du hast dann hier beim Rennen auf der Seite ein bisschen aufgebohrte Grafik. Jo, und so unterscheiden sich dann eben die Videopack Plus Spiele zu den klassischen. Theoretisch kann das jetzt gehen, weil wie gesagt, das hier läuft auf beiden Konsolen, auf der klassischen 7000er abgespeckt, auf der 7400 dann in dieser aufgebohrten Grafik, ne, für End-70er, Anfang 80er Verhältnisse. Aber mache ich natürlich nicht, denn ich ja, will so ein bisschen auf ein Fullset da oben gehen, zumindest bei diesen klassischen Videopack-Spielen. Bei den Videopack Plus Spielen ist das ein bisschen schwieriger, A, weil die sehr, sehr schwer zu finden sind und zum anderen, weil die zum Teil sackteuer werden. Jo, ich habe leider noch gar keine 7400. Es gab auch eine zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich davon Bilder hatte in dem Video, ob ich da überhaupt eine Aufnahme habe. Ja, aber wie so oft bei den 7400 Konsolen war da das Problem, dass der On-Off-Button, also der Power-Button, der war ausgeleiert und die Konsole ist quasi immer an, der Button, der, den kann man abziehen dann und ja, sie lässt sich dann anschalten dadurch, dass man sie in Stecker steckt, aber irgendwie, wenn ich mir so eine zulege,
weiß ich nicht, ob ich dann so eine halb kaputte auch schon absichtlich kaufen möchte, nur um sie dann zu haben, hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Aber ein 7400 oder Videopack Plus Spiel, nicht das erste, aber eines habe ich jetzt hier. Und vielleicht komme ich ja mal günstig irgendwie an eine nicht funktionierende, aber eine komplett, ja, ganze 7400 Konsole. Das wäre mir schon lieber als so eine, die halt so einen gewissen Defekt hat. Jo, das war der erste Kauf, das Videopack Plus Spiel. Dann bleiben wir ein bisschen telespielig und gehen noch ein bisschen zurück, denn es ist eigentlich gar keine digitale Unterhaltung, sondern analoge, mechanische Unterhaltung. Ein UFO-Abwehrspiel. Das sieht jetzt aus wie so ein Tabletop-LCD-Spiel. Ist es aber im Endeffekt nicht, sondern es ist ein mechanisches Spiel. Das bedeutet, vielleicht kennt ihr noch das Tomy Cockpit. Da hat man ja auch so ein Plastikcase gehabt und dann ist da so eine, ja, so eine Folie ist da durchgelaufen und im Endeffekt sind da nur so LED-Dioden im Hintergrund. Das hier ist noch ein bisschen einfacher gestrickt. Es läuft mit zwei Doppel-A-Batterien und man hat dann unten das Lenkrad, bewegt damit eine Abschussvorrichtung hin und her und dann läuft eben so ein Band durch, auf dem diese Rakete hier aufgemalt ist und wenn die dann eben oben das UFO auftrifft und dann leuchtet dort die LED auf. Das UFO ist dann eine andere Folie, die so hier von links nach rechts durchläuft und ja, wenn dann eben die Rakete im richtigen Moment abgeschossen wird, beziehungsweise man kann auch die fliegende Rakete mit diesem Lenkrad noch ein bisschen bewegen, dann ja, trifft man oben das UFO und bekommt dann entsprechend einen Punkt. Das Ganze, ja, hat sollen 25 Euro kosten, war bei Senat am Stand und ja, Senat hat da richtig, richtig geilen Scheiß am Stand gehabt und ich bin dann hier bei diesem Quatsch irgendwie kleben geblieben. es ist die Anleitung dabei und ich habe gesehen in der Anleitung, also das Ganze ist von Quelle, ne, für Quelle produziert. Ich habe gesehen, in der Anleitung ist sogar noch der Preiszettel drin. Jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen hell, ja, man kann es ein bisschen sehen. Und der ganze Spaß hat ursprünglich 32,95 Mark gekostet, wurde mit 50 Euro bezahlt. 50, habe ich jetzt Mark oder Euro gesagt? Also, hat 32,95 Mark gekostet, wurde mit 50 Mark bezahlt und 17,05 Mark war dann das Wechselgeld. Die Anleitung ist nicht mehr als so, ja, ein kleines Zettelchen. Und so sieht das Ganze aus. Ich mache euch vielleicht noch ein bisschen B-Roll, wo man dann eben sieht. Und hier seht ihr auch schon die Folie von der Abschussvorrichtung. Und hier oben das UFO und noch eine Wolke, um so ein bisschen was zu haben. Und da hinten, ja, da leuchtet so ein bisschen durch die Beleuchtung jetzt schon von vorne. Sieht man so ein bisschen, da ist eine rote LED. Und die blinkt dann auf, wenn man eben das UFO trifft. Ich versuche noch irgendwie schön ein bisschen, ja, das Gameplay hier abzufilmen. Wenn man das Ding anschaltet, ich mache es nur ganz kurz, es wird richtig laut. Da hört man dann natürlich schon den Motor, beziehungsweise die zwei Motoren. Und wenn das so Plastikzahnräder sind, ne, Billigmechanik, die hier drin ist, dann ist das natürlich sehr laut. Sonst ist kein Sound dabei, wenn das UFO getroffen wird von der Rakete. Leuchtet einfach nur die LED auf, es kommt kein Pieps, kein gar nichts. Jo, ob das immer so war oder ob das Ding kaputt ist, weiß ich nicht. Muss ich mal noch gucken, ob ich ein YouTube-Video dazu finde. Aber ja, sollte 25 Euro kosten bei Senat am Stand. Ich habe es dann für 10 Euro bekommen. Ich war froh, dass der ja, der Quatsch irgendwie weg ist. Ich habe eine kleine Kuriosität in der Sammlung. Werde es mit Sicherheit nicht weiter spielen. Wie er auch gesagt hat, man schaltet es an, freut sich drüber, dass es Krach macht und dass es funktioniert. Schaut sich das Ganze an, wie es funktioniert und packt es nochmal weg. So wird es im Endeffekt auch hier, ja, bei mir in der Sammlung landen. Einfach im Regal da hinten in der Telespielecke. Ja, aber wirklich spielen wird man das nicht. Jo, das war eben so das zweite, ja, sehr alte telespielige und ich verspreche euch, es kommt jetzt kein Telespiel-Content mehr. Wir werden ein bisschen moderner.
Ja, ich habe gerade gelogen. Ich habe nicht noch ganz vergessen, was zu zeigen. Es ist doch ein bisschen telespielig. Und zwar so ein Fake LCD Gameboy. Ich weiß noch gar nicht, welche Spiele drauf sind. Das gab's gratis bei Senat noch bevor die Börse losging, als ich rumging und die Leute begrüßt habe, hat er mir das schon gleich in die Hand gedrückt und hat gesagt, schönen Gruß von AliExpress. Der hat die einfach so zum Verteilen auf AliExpress gekauft. Muss mal schauen, was jetzt im Endeffekt drauf ist. Ich schätze schwer, dass es so, ja, so eine Uhr und dann, ne, haben wir hier irgendwie was, On-Off, Reset, Sound, Rotate. Ja, es wird ein... Es wird wohl irgend so ein Tetris-Verschnitt sein, der hier drauf installiert ist. Aber sehr schönes Giveaway, dass er einfach jedem am Anfang in die Hand gedrückt hat, der vorbeigekommen ist und ein bisschen mit ihm geschnackt hat. Danke nochmal, Senat von Retrogram. So, jetzt kommen wir zu was Kleinem. Das habe ich bei Vanessa am Stand gefunden. Die hat ja weniger Spiele verkauft als vielmehr Filme. Dann war dabei auch viele Figuren, ja, so schöne Resin-Figuren zum Ausstellen. Und Lego hatte so einiges dabei und hat mir gesagt, du, ich habe da den Gamer aus der, was ist das, Serie 12? Genau, es gibt nämlich zwei verschiedene Gamer. Einer mit einem modernen Pad und einer mit eher einem klassischen Pad. Und ich habe jetzt hier aus der Serie 12 den mit dem klassischen Pad. Ich nehme ihn auch gleich mal raus. Ich glaube, da ist er besser zu sehen, ne? Jo, hatte sollen 7 Euro kosten. Ich habe ihn dann für 5 Euro bekommen. Und ich dachte, ja, um so ein bisschen in die Vitrine zu stellen, beziehungsweise ins Regal zu stellen, ist das eine ganz lustige Geschichte. Jetzt gebe ich ihm gerade noch hier das Pad in die Hand. Funktioniert das? Eieiei. Ja, so irgendwie, ne? Also, das ist der Gamer von der Lego Series 12 mit dem, ja, ich würde sagen, fast, das ist wie so ein Super Nintendo Pad, ne? Mit, zumindest die Farben von den Face Buttons sehen aus wie vom Super Nintendo Steuerkreuz. Ja, Player One von Lego für 5 Euro von Vanessa von Chasing Movies. Vielen Dank dafür. Jo, und zu guter Letzt auch noch ein bisschen Videospiele-mäßig was gekauft. Und zwar genau ein Spiel für 3 Euro, The Force Unleashed für die Wii. Ich habe das explizit und extra für die Wii gesucht, weil es eben die Version ist, die ich damals gespielt habe, als es rausgekommen ist. Das war eben ja, die Wii-Version, die ich da gespielt habe. Und ja, ich hatte das damals nicht, sondern ich hatte es von einem Freund ausgeliehen. Hat es da, glaub sogar, durchgespielt. Weiß nicht, ob ich es wirklich ganz durch hatte. Möchte nicht lügen. Ist eben auch schon ein bisschen her. Ich glaube, von 2007 oder 2008 ist das Spiel. Jo, Force Unleashed für die Wii. Ist natürlich Wii-typisch und das finde ich bei diesem Spiel wirklich ultra passend. Diese Fuchtelsteuerung, wie sie ja so oft genannt wird, ne? Dass man mit Nunchuck und mit dem Wiimote das Ganze steuern muss. Das heißt, die ganze Force, ja, die klassische Steuerung von der Figur, die man eben spielt, macht man mit dem Nunchuck und auch das Kämpfen mit dem Schwert. Und wenn man die Macht anwendet, dann nutzt man dafür die Nunchuck-Erweiterung. Genau. Jetzt gibt es von diesem Spiel unendlich viele Varianten und Umsetzungen. Und es kommt jetzt auch sogar eine neue Switch-Version. Ne? Auch die Switch-Version basiert auf diesem Spiel. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe zum Beispiel, ja, ich habe die PlayStation 3 oder die PlayStation 2-Version im Regal. Es gibt für die Xbox 360 eine Umsetzung und so weiter und so fort. Auch für Mobile, für die PSP, für den DS gibt es sogar eins. Und die Spiele, die unterscheiden sich alle irgendwie. Und der große Unterschied ja, ist zum einen, ja, die PlayStation 3 und die Xbox 360-Version, die sind ziemlich gleich oder gleich. Und die unterscheiden sich schon zur PlayStation 2-Version. Und die unterscheidet sich nochmal zu der Wii-Version. Und die DS-Version ist nochmal anders, gerade von der Steuerung her. Jo, was ist jetzt hier unterschiedlich? Irgendwo ist es so, dass hier auf der PlayStation-Version und auf der Wii-Version zusätzliche Level drauf sind. Die haben sie irgendwie da extra mit drauf gemacht, weil diese Konsolen keine Download-Funktion haben.
so Zwischenmissionen oder Zwischenlevel, die fehlen auf der 360 und der PS3-Version und waren dort als Download verfügbar. Und ich glaube, es waren dort 5 Level, die als Download verfügbar waren und 3 davon sind hier irgendwie mit draufgepackt. Jo, das heißt, hier ist ein bisschen mehr Content, als jetzt, wenn du die reine CD-Version, die reine Disc-Version auf Xbox 360 oder PS3 hast. Aber auch die hier unterscheiden sich nochmal. Denn die Wii-Version, die hat noch so einen Versus-Modus. Das heißt, da gibt es Street Fighter, Tekken ähnlich, gibt es hier noch so ein Versus-Fighting-Element, das man eben noch extra spielen kann. Also noch ein extra Spielmodus hier drin. Und ja, irgendwo sind die dann schon die, nicht die Definitive Edition, sondern komplettere Version als jetzt zum Beispiel die moderneren Umsetzungen, auch wenn die grafisch ein bisschen, ja, mehr herausstechen, ein bisschen aufgebohrt sind, haben die schon mehr Inhalt, das hier nochmal, also die Wii-Version nochmal mehr Inhalt als die PlayStation-Version. Und wenn ihr auf die Wii-Version mit klassischer Steuerung steht oder die ausprobieren wollt, dann solltet ihr euch mal die PSP-Version anschauen, denn so wie ich verstanden habe, ist die PSP-Version die Variante, die eben alles von dieser Wii-Version beinhaltet, also auch diesen Versus-Fighter-Modus oder ja, diese Versus-Fighter-Level, aber eben klassisch, wie es auf der PSP ist, mit Standardsteuerung mit den Buttons und nicht natürlich nicht mit der Fuchtel, mit der Motion-Bewegungssteuerung. Jo, aber wie gesagt, ich habe das explizit gesucht, weil das eben die Variante ist, die Version ist, die ich damals gespielt habe und die, wie ich finde, eigentlich für dieses Spiel das Beste ist, weil eben ja die Motion- und Bewegungssteuerung wirklich ideal ist für diese Art von Spiel und es wirkt irgendwie nicht aufgesetzt oder künstlich hinzugefügt, sondern für dieses Spiel wirkt es irgendwie am natürlichsten und besser als jetzt zum Beispiel eine klassische Steuerung mit dem normalen klassischen Pad auf PlayStation 2, PlayStation 3, X360 oder was auch immer. Genau. Es gibt auch ein Video, das sehr schön die verschiedenen Varianten erklärt. Wenn ich es nochmal finde, verlinke ich euch das auch oben in der Ecke. Und ja, könnt ihr dann auch mal reinschauen. Nicht von mir, ist von jemand anderem. Namen weiß ich jetzt sogar nicht mehr. Und ja, als ich so ein bisschen hierzu recherchiert habe, bin ich auf das Video gestoßen. Und ich dachte, das ist doch gute Info. Und ich wusste, dass die sich ein bisschen unterscheiden. Aber dass es noch so viel andere Varianten gibt, gerade mit PlayStation 3 und Xbox 360 und dann noch der PSP und whatever. Ja. War mir nicht präsent und schaut unbedingt in das Video dann auch noch rein. Jo Freunde, das war schon das ganze Pickup. Jetzt nicht allzu viel, wie ich auch eingangs gesagt habe. Die Börsen, gerade die RetroSaar, die ist für mich mehr Event, hat viel mehr Event-Charakter. Ich möchte das ganze Erlebnis dort eher mitnehmen und ja, die Verkaufsfläche ist dann so ein bisschen Beiwerk oder noch das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen, das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Aber ja, ich bin bei den Börsen immer so eher unterwegs, um Leute zu treffen und weniger, um da groß Einkauf zu machen, auch weil die Preise meistens, nicht immer, aber meistens marktgerecht sind. Das heißt, die großen Schnäppchen kann man da jetzt nicht machen. Auch das Force Unleashed für die Wii, 3 Euro. Wenn ich das auf eBay suche, kostet es vielleicht auch 5 Euro. Hab dann natürlich noch Versand dazu. Das heißt, man kommt schon günstiger weg. Aber die Ultra-Schnäppchen kann man jetzt nicht unbedingt machen. Wobei, habe ich gemacht, als ich dieses Videopack-Spiel gekauft habe. Denn das, sowohl das Videopack-Plus-Spiel als auch das klassische Videopack-Spiel Race, das dort beim Stand gelegen hat, war mit 8 Euro ausgezeichnet. Er hat gemeint, hier für 6 Euro nimm's mit, denn interessiert sich eh keiner für. Das Schöne ist, dass eben diese Videopack Plus Spiele viel teurer sind. Jetzt nicht ultra teuer, ich habe jetzt den Preis nicht im Kopf, aber das Race auch für das Video in der Videopack Plus Version sollte eigentlich, keine Ahnung, 20, 25 Euro wert sein. Und auch das wurde jetzt hier für den gleichen Preis verkauft, weil
der Verkäufer in dem Fall wohl nicht wusste, dass da ein Unterschied ist zwischen den zwei Spielevarianten. Jo, das war eben so für mich persönlich das größte Schnäppchen hier auf dem Markt. Was heißt größte Schnäppchen? Ich habe ja auch eh nicht viel gekauft. Aber das ist, zeigt doch auch, dass man auf so einer Börse durchaus mal ein Schnäppchen machen kann, wenn sich ein Verkäufer zum Beispiel nicht 100% informiert. Jo, das war's jetzt aber von den Pickups von der RetroSAR. Schaut gerne nochmal in das Video rein. Ich verlinke es auch in der Endcard nochmal unten in der Beschreibung. In der Ecke habe ich es eh schon verlinkt. Und ja, schaut mal rein. War ein schöner Rundgang. Dauert eh nicht lange. 10 Minuten, glaube ich, so knapp das Video. Und gibt schöne Impressionen von der Börse wieder und zeigt auch, was eben neben dem klassischen Verkauf dort auch noch so ja, geboten wird. Jo, das war's jetzt aber. Ich danke euch fürs Reinschauen, für den Daumen, den er mit Sicherheit jetzt noch da unten gibt, für das Like, fürs Abo und so weiter. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis denn, euer Telespiel-Tobi.